und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oxmaster 2 mit dem Janis. Und mit Niklas. Ja, wie immer. In der Klemme. Ja, genau, wie immer. Los geht's. Und ich benutze jetzt mal die in der letzten Folge gekaufte Armbrust. So. Oh, das sieht hier aus, als müsste man zwei Seiten verteidigen. Guck mal, wie es da aussieht. Ja, es sieht, glaube ich, wirklich... Es gibt auch nur einen Ausgang, das ist ganz gut auf jeden Fall. Naja, auf der anderen Seite. Doch, da ist auch eine Tür, zwei Türen. Zwei Türen, ist sau nah dran. Guck jetzt erstmal, was kommt. Es kommen... Oh mein Gott. Oh, ich dachte schon. Es kommen auch Flieger. Also mit schwerer Krieger. Schwerer Krieger, Armbrustlock. Ogre, Erdfürst, Feuer-Ogre. Koboldläufer, Erdelementar, Gnolljäger, Troll, Frostoger, Frostfledermaus. Als spuckender fliegender Gegner weicht Bodenfallen aus. Ja Mensch, das ist ja klar. Gut, also ich nehme mein neues Flammenarmschienen hier teil. Bogenschützenwächter, Staffelfalle, Pfeilwand. Ich habe noch einen Platz frei. Feldbrockenrutsche? Kann man die glaube, ich kann das auch auswählen. Diese Flammenarmschienen, die du gekauft hast. Ich glaube, wenn wir was kaufen, dann können wir das zusammen benutzen. Ich habe deine Armbrust nicht. Achso. Die haben wir doch beide gekriegt, die haben wir als Belohnung gekriegt, beide. Achso, die war kostenlos, die Flammenmaschine? Ja, ja. Okay. Was denn noch? Ich hab noch einen Platz frei. Schwefelfalle behalte ich, wie immer. Du kannst noch nehmen... Eventuell Barrikaden oder Verdrescher. Ich kann beide nicht anwenden, Barrikaden bringt nichts, weil das alles zu nah dran ist hier. Und Verdrescher kann man nicht anwenden, weil das nicht so wirklich Platz dafür ist. Ja. Ah doch, hier, warte mal, wenn ich... Hier kannst du die hinbauen. Aber hier bringen die nichts. Doch. Oder bringen die ja was? Die gehen dann da so runter und sausen dann rum. Aber die kommen, glaube ich, erst aus der anderen Seite. Von da hinten. Ja, soll ich Verdrescher nehmen? Ja, da kommen die raus. Es gibt aber scheinbar noch mehrere Eingänge, wie das hier aussieht. Eingänge, ja, aber keine Ausgänge. Da ist noch einer. Fuck! Ihr geratet in Vergessenheit, Kinderchen. Ich bin gerade aus Versehen gestorben. Oh Mann, nice! Lava gefallen, aber. Ja. Oh, scheiße. Halte ich jetzt den Verdrescher oder nehme ich über die Felsbrockenrutsche? Verdrescher, würde ich sagen. Okay. Bin zwar noch nie eingesetzt, aber egal. Ich werde hier ständig angeskypt, wahrscheinlich von Rassi oder so. Ja, ja, genau, Rassi. Ich kann ihm mal sagen, er soll die Fresse halten. Wo komme ich denn hier, wenn ich hier durchgehe? Finde mich nicht so ganz zurecht. Ah, doch jetzt. Es gibt vier Türen. Vier Türen, durch die durchkommen. Da vier einmal Tür. So hoch. Ja. Ah, guck mal hier, jetzt kann man diese... Hier, Niki, du warst gerade bei mir. Es gibt hier so manchmal so eine Teile, die du da anschießen kannst, diese Rollendinger, diese Rollen dann, ne? Ah, okay, ja. Ich würde sagen, wir verteidigen jetzt einfach mal von Anfang an hier. Ey, da kann man ja einfach das Tor zumachen. Guck mal, Janis, hier ist ein Tor. Warte. Wenn wir das runterlassen könnte, hätten wir von hier schon mal Ruhe. Ich guck gleich mal, wieso gibt es da ein Tor? Naja, es ist so ein Gatter, was man runter machen kann. Naja, oder auch nicht, ne? Ja. Verteidigen wir nur hier erstmal? Ja, aber ich heb mir mehr Geld auf, so. Lol, ich kann das gedrückt halten. Ist ja schon mal viel entspannter. Muss ich mal überlegen, wo packe ich meine Bogenschützen hin? Guck mal zu mir, hier hin vielleicht? Mm. Oder eher nicht. Ich hätte mal die Paladin-Wächter mit in so... Ah ne, die habe ich gleich gekauft. Ja, ich würde die vielleicht sogar hier einfach an den Spalt dran stellen. Ja, okay, dann packe ich die hier hin. Oder von da oben, ja dahin. Guck mal dahin, Janis. Warte kurz. Wohin? Da, wo ich hinschieße. Vielleicht kannst du die da oben irgendwie hinstellen. Wenn du diese Treppe da hinten hochgehst. Da können auch Feinde herkommen, glaube ich. Von hier nicht. Pack die mal hier hin. Dann können die nämlich auf den Spalt drauf schießen. Ja, oder so geht das auch. Perfekt. Ich habe noch zwei. Lol, was soll das denn für ein geiler Sprung? Okay, dann legen wir los. Hier geht's los. Lass mal den Spalt suchen. Wo lang geht's denn zum Spalt? Nee, verdammt, hier geht's gar nicht los. Scheiße. Noch nicht geht. Genau, hier geht's nicht. Das geht hier los. Ja.
Lol, habe ich mich voll vertan. Wo geht's los? Ach so, da lang und dann da hoch. Hier ist auch so ein Teil, was man gleich rollen kann. Das muss man. Wir haben wenig Zeit zum Position wechseln, muss man eben aufpassen. Jetzt mein MG kommt hier. Sie sind in der Nordhalle. Ach, das ist die Armbrust. Ach so, okay. Ja, und da kannst du jetzt einfach gedrückt halten. Ah, dann trifft die nicht so gut. Verbraucht die Mana, die Armbrust? Nee. Kopfschuss. Ist so anstrengend. Sehr auf gut. Die andere Seite. Oh, das ist aber ein bisschen wenig Zeit. Ne, Moment, da kannst du ja das Portal lassen, stimmt. Oh, scheiße. Lol. Was denn? Ey, diese Map ist ja richtig krank. Wo muss ich jetzt lang? Ich bin schon da, komm einfach möglichst schnell hin. Ich bin nämlich eben auch nochmal gestorben. Du bist auch gestorben? Ja, ich bin auch. Ja, dieses... vielleicht runterfallen, ne? Ja, ist voll scheiße. Na komm, da ist meine Lava-Falle. Und man hat sau wenig Zeit zur Position wechseln, das ist echt ein bisschen hart. Vor allem, weil es auch ein bisschen unübersichtlicher ist. Ogre. Feuerball. Den nächsten Mal werde ich haben. Ich will was ausprobieren. Oh nein, jetzt ruckelt's wieder. Ich mach kurz Pause, sorry. Auch das werde ich rausschneiden, das ist. Wo war denn hier irgendwas ein Feind? Wo muss ich denn. Verdammt, okay, ich bleib erstmal hier, ich bleib erstmal hier. Es öffnet sich wahrscheinlich keine. Es öffnet sich keine neue Tür. Also bleib ich erstmal hier. So, ich geh jetzt ganz, ganz vorsichtig hier durch die Map. Da muss ich. Das ist total verirrend, diese beiden Seiten. Willkommen in meiner Höhle. Egal, also die Falle hier, also die, das Tor, wo ich gerade bin, ist eigentlich safe, weil ich habe da viele Punkte, die auch platzieren. Ich komm zu dir rüber. Ich hab einen Ogre geheadet. Jetzt kommen die da auch raus. Ach scheiße, egal, muss ich doch mal wieder dahin gehen. Ein Bogenschütze ist außer Gefecht! Wie kommt jetzt gerade so ein Erdfürst, genau? Ah, die Armbrust ist eigentlich doch ganz witzig. Oh, scheiße. Nein, Feuerauge. Jetzt leg ich wieder meine Bogenschützen hier, scheiße. Okay.
Hier ist noch Geld. Brauchst du Hilfe? Eigentlich nicht, jetzt nicht mehr, nee. Okay, jetzt die beiden anderen Türen. Ich gehe am besten gleich auf die Tür bei meiner Seite. Hier hin. Aber Money habe ich auch genommen. So, ich will auch schon mal ein paar Bogenschützen platzieren, die richtigen Stellen. Ich muss die eben gerade notplatzieren. Eine neue Tür öffnet sich übrigens, oder die zwei neuen Türen anscheinend. Ja, ich bin hier bei meiner und hab schon half defended. Okay, also meine Türen links und oben und deine sind unten und rechts. Okay. So ärgerlich, dass wir jetzt zusammen gestorben sind. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Jetzt muss ich mal gucken, wo es hier überhaupt lang geht jetzt. Welche Türen? Erstmal ein bisschen Weg checken. Achso, diese beiden Türen sind das dann. Okay, fangen wir an? Ja, alles ist bereit. So viele auf einmal. So viele auf einmal, sagst du, und hat die Orks noch nicht mal gesehen. Hier kommen sie überhaupt nicht raus, merke ich gerade. Haben die Feuerwelle was gebracht, die ich jemand geschickt habe? Ja, ich glaube. Zumindest meine Waffe ist überhaupt nicht, meine Hauptwaffe ist überhaupt nicht die Fernkampfwaffe. Ah, was ist bei jetzt? Dir. Oh ja. Sie sind in der Osthalle. Gab's nicht auch noch solche Flieger? Wann kommen die denn? Ich weiß auch überhaupt nicht, woher die rauskommen sollen. Werden wir dann sehen. Werden wir sehen, wenn sie kommen, ne? Komm, Headshot. Flammenbahn. Flammenbahn werde ich auch nochmal auf Kamera haben, ja. Das sind unsere Zuschauer, die auch mal sehen. Musst du bei mir bleiben. Mach gleich mal. Ich sag dir Bescheid, wenn ich die mal machen kann, weil ich brauche dafür volle Mana, weil die sauer teuer ist, Mana-mäßig. Ein erfrischender kleiner Cup. Ja. Hier muss ich lang, um an die Tür zu kommen. Okay. Habe ich das jetzt auch verstanden? Der Duft von Säure am Morgen vertreibt Koma und Zombie. Bei mir direkt? Ja. Sie sind in der Südhalle! Flieger! Die kommt von überall raus. Scheiße, Flieger auch noch. Und es ruckelt bei mir. Ja, dann liegt das wirklich daran, dass es zu viele Leute sind. Scheiße, dann wird es auch nicht besser. Dann hoste ich das nächste Mal. Ja, das können wir mal. Woher kommen denn die scheiß Flieger? Weiß ich nicht. Es könnte sein, dass meine Bogenschützen das alleine schaffen, die Flieger. Ja, dann muss ich jetzt hier nur gucken. Ne, die kommen von da oben. Rechts und links, ne, oben und unten, in den Gängen, wo diese komische Falle ist, die man so losrollen kann. Da kommen die her? Ja, da fliegen die. Headshot, komm. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich habe ja gerade noch ein bisschen. Ich wollte dir gerade Hilfe anbieten, also nicht. Okay.
Okay, dann brauche ich jetzt hier einfach mal Lava fallen. Und gehe wieder nach links. Ich werde es genießen. Die Höchstgrenze an Wächtern erreicht. Bei unten kommen die bei dir. Was kommt? Unten kommen die bei dir. Und bei dir kommen sie, bei mir kommen sie oben. Ah, dieser blöden Knolljäger kommen jetzt. Die sind schon tot, weil die meine Bogenschützen drauf geknallt haben. Sind bei dir eigentlich auch Bogenschützen? Glaube ja. Ich muss bei dir noch mal paar mehr platzieren. Ja, bei mir sind auch welche, wunderbar. Immer wenn so neue Gegner ankommen, dann ruckelt es bei mir. Sehr witzig. Ey, irgendwer schlachtet da gerade meine Bogenschützen, muss mal gucken. Ob es bei dir vielleicht ist. Eine entzückende Mordserie. Ich bin die Beste. Okay, jetzt haben wir jetzt mal wieder Freizeit. Ich bin brillant. Brauchst du ein paar mehr Bogenschützen auf deiner Seite? Kannst du mir hinstellen, musst du aber nicht. Ich bin hier eigentlich relativ. Okay, wenn ich nicht muss, dann mache ich es auch nicht, weil ich habe auch keine. Ich darf eigentlich keine mehr platzieren, müsste jetzt welche verkaufen, also mache ich es nicht. Bist du mit Fallen gut ausgestattet? Ja, hier bin ich eigentlich. Oben ist safe, da kommt nichts mehr durch. Mitte ist eigentlich auch recht gut, wenn ich da noch unterstütze mit dem Knochengolem und mir selber, dann. Wird das verteidigt? Oh ja, bei dir stehen wirklich viele Bogenschützen. Ey, darf nichts durchkommen. Gut. Bei mir nicht, nee. Passiert auch noch mal ein paar Pfeilfallen. So, und jetzt gehe ich zum Eingang. Fangen wir mit dem Unterricht an. Kleinen Scheißviecher. Ah, Mist. Ich hasse die. Bei mir und bei dir kommen Flieger in diesem Gang. Ich sehe überhaupt nicht, wo die Flieger herkommen. Die sind in der Südhalle. Ach, von da, okay. Bei mir ist es aber safe, weil die Bogenschützen das machen. Ja, die töten wahrscheinlich deine Bogenschützen. Das kann gut sein. Oh ja. Bei mir hier ist irgendwas. Geld. Oh ja, Geld. Ja, da habe ich einen Teufel dich getötet. Ein Ogre meine ich. Ey, die Armbrust bringt's eigentlich so. Dann ist ja gut, wenn du sie hast. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir da los war, als ich die noch nicht, also als ich sie hatte und dann wieder verkauft hatte. Weil eigentlich kann die ganz schön was. Bei mir drei Ogre. Gut, alle tot. Jetzt kommt bei mir wieder was, das sieht aus wie ein Oger. Nee, ein Troll. Boah, ein Kopfschuss zieht mega viel. Ich habe irgendwann auch mal mit Feuerbällen reingeknallt, ne? Also, kennt ihr auch Kopfschüsse? Achso, hier meine Leute, ne? Ja, deine, die. Das habe ich gesehen, weil plötzlich hat der Oger gebrannt, aber da war keine Falle. Naja, es war ich. Dann revanchiere ich mich mal bei dir. Das war ein Spaß. Wunderbar. Hier kommt nichts mehr durch. Bei mir auch nicht, ich habe da viele Pfeilfallen platziert. Komm zu mir. Bei dir kommen Flieger und bei mir kommen oben welche. Oh ja. So. Aber um die Flieger brauchst du dich bei mir nicht zu kümmern, weil da sind immer meine Bogenschützen. Ich glaube, da ist ein Schädel. Fuck, bei dir da hinten kommst du raus, ne? Ja, mach ich.
Mach ich down. Habe ich gerade schon gemacht, ein bisschen. Oh doch, diese, also dieser Verdrescher bringt's gut. Müsst ihr mal angucken. Wo sind denn die? Bei mir. Da hinten. Also du hast gerade auch viel zu tun, oder? Nee, ich hab gerade Ruhe. Oh ja. Komm mal zu mir. Die machen so komisch. Sieht saugeil aus auch. Wenn ich so weitermache, sehen ihn bald die Orks aus. Alter, ich brauch 3 Kopfschüsse, dann ist ein Ogre tot. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist mega geil. Kleiner Kampf. Wunderbar. Ja, ich werde da noch ein bisschen Lava-Zeugs hinbauen. Ja, mach das mal. Und so beginnt es. Kleine Mistviecher. Oh, die werden mir schon abgeschlachtet. Vor allem jetzt durch die Verdrescher. Ah, effizient. Erdfürst bei mir. Flieger! 7 Kopfschüsse, dann ist der Erdfürst weg. Ich habe gerade mit Feuerbällen drauf geschossen, ne? Neulinger. Ja, fuck. Fuck. Bin vergiftet. Ein Bodenschatz ist gefallen. Geld, Geld, Geld. Sehr gut. Brauchst du... Oh ja. Nee, ist bei mir. We are ready. Armselige Insekten. Sehr gut. Jetzt habe ich noch much money. Die perfekte Stelle. Aber ich baue hier einfach mal alles zu. Gut, ich glaube, hier brauche ich echt nicht mehr verteidigen. Das ist Zeitverschwendung. Wo habe ich noch? Oh nee. Geh ich hier hin. So. Naja, dieser Punkt ist offenbar dafür gedacht, hier auch solche Fallen zu platzieren. Und dahin. Darf ich bitten? Es geht los. Und es kommt Flieger. Ja. Sie sind in der Westhalle! Mit einem Linksklick kann ich hier das Ganze in den Friedhof verwandeln, ey. So geil. Ich mach dann da irgendwelche Orkschnochen oder so und die zermetzeln die Orks richtig. Und die Verdrescher bringen es auch bei mir. Würde einfach erstmal für ein paar Sekunden erstmal alles dicht machen. Also die Gegend schleudern. Zwei, vier, fünf. 5 Säurefallen, 15 Schwefelfallen und 2 Knochengolems. Oh scheiße, jetzt habe ich hier Probleme mit den Feuerogern. Oh, ich habe auch gerade einen Feuerogern gesehen. Oh, ich habe 2 hier. Du auch? Ja, hatte ich auch. Oh, fuck, mein Feuerball bringt ja nichts. Warte, ich helfe dir. Den ersten habe ich und den. Oh, Vorsicht, ein Eis.
kann ihn so betäuben. Das bringt's natürlich. Mhm. Da oben ist noch ganz viel Geld bei mir. Oh, das wird lustig. Jetzt habe ich zwei Reihen Verdrescher. Ich hoffe, ihr steht auf Schmerz. Sie sind in der Südhalle! Das ist bei dir. Ja. Die könnten ziemlich übel Feinde sein, weil das, glaube ich. Ach nee, ist nur ein Eismann, ein Frost-Ogre und. Und ein normaler Ogre. Ja, dafür mein Pfeil, falls umgebracht wird. Oh, jetzt da unten. Ja, aber jetzt bin ich mit der Armbrust irgendwie sehr zufrieden. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich vorher nicht so wusste. Oh mein Gott. Was sie konnte, ich brauche Hilfe. Jetzt hatte ich hier zwei Reihen Verdrescher gleichzeitig an. War alles so kaputt gehauen. So, wie viele waren das jetzt? Neuiger. Ich helfe dir hier mit Feuer. Die kommen nicht weit. Nee. Bei dir auch nicht. Das wird nicht unbedingt angenehm. Oh, ich viel Geld hier rum, ich viel Münzen bei mir. Oh, bei mir sind oben noch zwei Gegner. Ich denke mal, das sind Feuer. Nee. Waren wahrscheinlich ganz normale Ogre. Soweit wie die gekommen sind. Letzte Welle. Echt? Mhm. Eine recht anspruchsvolle Karte auf jeden Fall. Ja, die war hart. Achtung, Flieger! Vor allem, weil man nicht wusste, also am Anfang, wie man sich zurechtfindet. Ja. Weil wir zweimal reingefallen sind. Ist aber scheinbar noch jemand durchgekommen. Ja, so eine kleine Scheißviecher, die kommen gerade mit Nulljägern sowas zusammen. Das war ein bisschen scheiße. Wenn du irgendwie Lava fallen brauchst, sag Bescheid. Ich mach das mal, warte mal. Ich baue dir hier mal Lava fallen. Zumindest eine, vielleicht bringt's ja was. Oh fuck, drei Ogre hier, fast vorm Eingang. Krieg ich aber hin, okay. Okay, dann kommen hier noch. Ah, eine geht noch. Vorsicht, bei dir kommt aus der einen Lane ein Frost-Ogre. Ein Feuer-Ogre. Ja, ja, das ist aber. Oh fuck, ein Feuer-Ogre, stimmt. Zwei Feuer-Ogre und ein normaler Ogre. Oh, ich sniper die hier gerade über eine saugeile Entfernung. Du musst mal gucken, bei deinem einen Ausgang da kommen. Ja, ja, ich gucke, hier ist gerade ein Ogre fast am Endpunkt da. Ja. Oh, oh ja, den habe ich gesnipert. Das war noch schön. Und wie viel? Drei nur, naja. Naja, was soll's. Endlos Level freigeschaltet. Ja, dann werden wir wohl in der nächsten Folge wieder ein Endlos-Level spielen, um noch ein paar Schädel zu kriegen. 16 Schädel, damit kann ich mir die Armbrust komplett ausrüsten. Ja, wunderbar. Hätte ich nicht gedacht, dass sie doch so viel kann. Okay, bist du fertig? Ich guck gerade, ja, ich bin fertig eigentlich. Jo.
Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao.